Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Portia. So, wir müssen natürlich unserem Schatzi Hallo sagen. Lieblings, stell dir nur vor, du wärst nie nach Portia gekommen. Würde es trotzdem genauso aussehen, wäre ich noch hier? Ist es komisch, darüber nachzudenken, nicht wahr? So, was können wir ihr denn schenken? Oh. Das können wir ihr schenken. Children Doll. A Children Doll. Oh, I understand. Haha. Sehr schön. Und natürlich ein Küsschen für einen guten Start in einen guten Tag. Das ist auch sehr wichtig. So, Pinky. Miau. Wow. Sehr schön, dann dürfte es bald Kinderchen geben. Oder eins zumindest. Hallo Scraps, die habe ich auch schon gestern auch nicht Hallo gesagt. Wow, wow. Hundefutter? Da. So, dann können wir hier gleich mal einmal deswegen nachgucken und vom Rathaus. Wie du vielleicht schon gehört hast, wurde eine Lagerhalle während der Erweiterung des neuen Hafens von Portia niedergebrannt. Nach einer Ermittlung kam die Ziviltruppe zu dem Schluss, dass der Schuldige Toadie der Fischer ist. Während der Befragung hat er seine Tat zugegeben und sein Motiv verraten. Er wollte verhindern, dass der Ausbau des Hafens der Umwelt schadet und so den Fischbestand verringert. Das sind berechtigte Argumente. Falls es noch andere Bürger gibt, die bezüglich des Hafenbaus Probleme aufzeigen möchten, dann sollten sie bitte zur Versammlung am Sonntag kommen. Wir sprechen gemeinsam darüber. Okay. Anbei ein paar köstliche Meeresfrüchte von Toadie. Okay. Und es tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, aber wir haben darüber nachgedacht und sind zu keiner Lösung gekommen. Wir haben nicht das nötige Wissen, um kleinere Klimageräte zu größeren zu kombinieren. Wir haben es mit ein paar Kühlschränken versucht, aber es hat einfach nicht geklappt. Ich habe die Ziviltruppe gefragt. Sie haben gesagt, dass sie bei einer Entdeckungstour durch die Ruinen in der Nähe der Stadt vor kurzem einen Raum voller Klimageräte gefunden haben. Das war in den Ruinen der WoW-Werke. Vielleicht kannst du ja dorthin gehen und einfach eines nehmen. Okay, jetzt muss ich aber gerade gucken hier wegen Barren. Carbonstahl, genau. Die 5, die wir machen können, machen wir natürlich. Der ist noch am Fertigen. Der auch. Der auch. Der hat abgeschlossen. Der hat auch abgeschlossen. Ja, wir müssen in die Ruinen bei den WoW-Werken. Und machen hier aber natürlich vorher mal das Inventar leer. Dipdim, alles sortieren. Die Funktion ist mega. Und dann packen wir den Hammer da mal rein. Großes Klimagerät suchen. Das ist da, ja. Da oben müssen wir hin. Okay. Okay. Nehmen wir gerade noch die Käferchen mit. Einfach weil sich's anbietet. Und dann gucken wir mal, ne? Hm. Ja. Tut mir ja leid, aber wir brauchen einfach das Fell. Wir brauchen einfach das Fell.
Da kommt man leider nicht drum rum. Ach, ich hätte ja auch. Stimmt. Naja, nehmen wir für den Rückweg hier das Ding da. So, und auf geht's. Einmal aufwärts. So, Erkältung ist manchmal schon lästig. Das kann man schon ganz klar sagen. Aber ja, muss man halt auch mit leben. So, wir nehmen mal den großen Hammer hier. Und dann gucken wir mal, was uns dort erwartet. Hier noch nicht ganz viel, aber da oben. WoW-Werke. Waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin, ne? Also, nicht hier. Unten natürlich schon, da haben wir ja... Sam retten müssen. Sieht eklig aus. Kommen wir da hoch auch irgendwie? Der Hammer ist mega. Okay, hier ist nichts, was wir kaputt hauen können. Ah, die Tonne? Nee. Nee. Sind das diese Klima? Oh. So. Nee, können wir nicht. Es leuchtet zwar, aber... Okay. Hilft uns nicht weiter. Tüdü. Banradit. Feuer nicht auf mich. Pilz. Gibt es ja eigentlich eine Map? Ja. Ah, da hätten wir auch noch hingekonnt. Ah, da müssen wir hin. Okay. So. Dich machen wir auch gerade mal platt. Und euch gleich mit. So.
Sonst ist nichts, was wir hier mitnehmen könnten, ne? Ne. Nee, nee, nee. Da muss ich durch. Oder da. Okay. Jetzt gucken wir mal gerade mal, was hier noch ist. Da können wir nämlich zumindest vielleicht noch ein paar Sachen mitnehmen. Das machen wir gerade mit dem Schwert, das geht schneller. Der Hammer ist halt ziemlich träge. Das ist so der größte Nachteil, den er hat. Da kann man nichts machen. Aua. Haut der mich einfach? Oh. So war das nicht gedacht. So war das absolut nicht gedacht. Hier ist auch so eine totes Eck sozusagen. Ja. Da lang. Das muss ich aber gerade mal gucken. Da und da müssen wir dann rechts. Oder noch ein Stück geradeaus, das geht auch. Können wir auch gerade mal gucken, was wir hier noch mitnehmen können. Eieieiei. So. Tadam. Da sind wir hergekommen. Jetzt gucken wir mal zumindest, ob es hier noch irgendwas zum Abstauben gibt. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Oh. Carbonstahlbarren. Einer nur, aber immerhin. Einer ist besser wie keiner. So, und jetzt müssen wir hier rechts entlang. Ach, da oben. Haha. Wer nach oben guckt, ist klar im Vorteil. Oh.
Nochmal Carbonstahl, sehr schön. Kann ich das mitnehmen? Ja. Machen wir natürlich. Da waren wir schon, da sind wir nicht hochgekommen, glaube ich. Oder ich hatte es nur nicht gesehen. Frage, was besser ist, das Schwert haut schneller? Da hatten wir alles, ja. Und da haben wir halt ergiebiger. So, wir sind hier. Ah. Am Ziel. Großes Klimagerät, sehr schön. Ja, dann haben wir alles. Das heißt, wir müssen nur noch wieder herausfinden. Aber da können wir hier ja einfach jetzt geradeaus laufen. Das war ja der Weg, den wir eben versehentlich gegangen sind. Sehr gut. Und da geht's wieder nach oben. Wenn der Aufzug kommt. Wenn er dann kommt, da ist er. Wunderbar, haben wir das auch geschafft. Und beenden. Perfekt. Ja, dann können wir jetzt ja, hier sind wir richtig. Auch noch ein paar Panda-Fledermäuse mitnehmen. Ui. Ui. Ja, die können wir auch mitnehmen. Haben wir auch nicht so oft. Ich bin aber immer noch am Überlegen, wo ich Titan herkriegen könnte. Hoppala. So, und abwärts. Ist jetzt die Frage. Bringen wir, glaube ich, erstmal das Ding weg. Und dann gucken wir mal weiter. Oh, hi Mint. Was habe ich die ganze Zeit schon wieder aus den Augen verloren? Nee, was? Ich habe die ganze Zeit schon wieder aus den Augen verloren. Aber ich habe alles rechtzeitig fertiggestellt. Das ist gut. Kriegst einen Schal. Danke.
So, hier muss jemand sein. Jawohl, da ist er. Hi, Albert. Du hast eins. Oh, du hast mir einmal den Tag gerettet. Damit wird die Fertigstellung der Lagerhalle kein Problem. Sehr gut. So, und ja, wegen dem Auftrag brauchen wir jetzt gerade nicht gucken. Aber ich könnte das Vergleichsding gerade machen. Hi, QQ. Hallo? So. Ululu. Und ein Apfel. So. Da müssten ja die Vergleichsaufgaben drin sein. Wer kennt sie nicht, ne? Genau. So, dann wollen wir doch mal unsere Fertigkeit hier sinnvoll. Ach so. Einsetzen. Das war das Wort, was ich suchte. Dass die hier keinen Murks bauen. Zwei. Drei. Wo ist denn das letzte? Ach da. Oh, mehr können wir nicht machen. Inspektion ist vorbei. Schade. Wir waren gerade so schön dabei. Aber naja, so ist es halt, ne? Ja, dann können wir morgen vielleicht mal in die Ruine gehen. Und Erde beschaffen. Falls wir jetzt nicht schon welche gekriegt haben sollten, aber ich glaube es nicht. So, können wir nochmal Carbonstahl fertigen? Nein, können wir nämlich nicht. Aber gestärktes Glas. Können wir hier mal machen. Auftanken. 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 So, der läuft noch. Benzin aufgebraucht. Ups. Was kann man hier machen? Apfelsaft. Kräutertee. Kräutertee ist auch kein Fehler. Zehn natürlich. Wenn dann 10. So. Die Arbeiten können wir noch irgendeine irgendeinen Stahlrahmen einen. Ja, ist auch noch nicht so viel, ne? Könnte mehr sein. Könnte deutlich mehr sein. So. Und jetzt gehen wir dann hoffentlich am nächsten Tag tatsächlich mal in die Ruinen. Was wir jetzt schon lange vorhatten. Ah, oh, hätten wir gar nicht extra hingemusst. So. Status ist gut.
Oh, hier müssen wir düngen. Hier müssen wir düngen. Dem Oaks können wir noch Hallo sagen. Pfarrer Lee sagte, dass die Menschen viel Schlechtes erfunden haben, aber Eis gehört nicht dazu. Hm, habe ich es im Gesicht? Nein. So. Wow, danke, dass du an mich gedacht hast. Gerne doch. Fireside at 9. Was? Was ist heute? Wo ist denn das? Wo ist das denn? Ach, genau. Ich erinnere mich. Entschuldigung. Hi, Alice. Jack gibt sich in der Schule sehr viel Mühe und versucht trotzdem, mir im Laden zu helfen. Ja, kriegst... Magst du sowas? Das sieht nicht schlecht aus. When I was a builder back when I was young. The Civil Corps was one guy. Haha, ja. Genau. Kriegst mal sowas? Hm, ja. Hi, Polly. Übrigens, ich suche nach einem Buch namens Reise in den Osten. Es ist ein Klassiker, aber so schwer zu finden. Die Geschichte klingt so traumhaft. Eines Tages möchte ich auch auf so ein Abenteuer gehen. Der Wille zählt. Hi, Ginger. Hoppala. Du bist Ginger. Entschuldigung. Mein Vater erzählt ständig abgedroschene Papa-Witze. Allerdings finde ich sie lustig. Nur ich sie lustig, so rum. Kristall, den könnten wir verarbeiten. Hab gerade nichts, was ich dir schenken könnte. Gut. Außer sie mag vielleicht sowas. Hm, naja. Kann man jetzt nicht sagen, dass sie das mag. Unterhalten. Ich sehe mir in jeder Jahreszeit die Angebote an. Hm, ja. Könnte besser sein. Hallo. Hallo. Dieses furchtbare Wetter, wie immer im Hochofen. Kriegst auch mal so ein... sowas. Danke. So, 19 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, dass ihr heute hergekommen seid. Wir haben ein wichtiges Thema zu besprechen. Also kommen wir gleich zum Punkt. Ja, Todi hat sich im Bau... Hat die sich im Bau befindliche Lagerhalle im Hafen niedergebrannt. Ja, er hat es getan, um sein Argument vorzubringen. War sein Argument berechtigt? Ja, natürlich war es das. Hätte er seine Meinung so ausdrücken sollen, wie er es getan hat? Nun... Wir sind eine sehr enge Gemeinschaft. Eine Gesellschaft, die auf Gesetz und Ordnung beruht. Eine Gesellschaft, die besser ist als die, die im dunklen Zeitalter existiert haben. Zumindest möchte ich das gerne glauben. Wenn es in unserer Gemeinschaft zu Meinungsverschiedenheiten kommt, dann sollten wir sie klären, darüber reden, Kompromisse finden. Das ist die Art von Gemeinschaft, die Porsche meiner Meinung nach sein sollte. Wir alle kennen Todi, er arbeitet hart und lebt friedlich am Meer. Aber was er getan hat, war falsch. So etwas sollten wir hier in Porsche nicht tun. Er wird gesetzesgemäß bestraft. Das ist wirklich schade, er ist ein guter Kerl. Allerdings hätte er nicht tun sollen, was er getan hat. Wenigstens ist niemand verletzt worden. Da er seine Taten bedauert und da niemand bei diesem Zwischenfall verletzt wurde, werde ich nachsichtig sein. Ihr habt mich als euren Bürgermeister ausgewählt, damit ich solche schweren Entscheidungen treffe. Ich werde davon nicht zurückschrecken. Nun, da wir das Offensichtliche geklärt haben, sollten wir über die Gründe für Todis Impulsivität reden.
Der Ausbau unseres Hafens wird ganz sicher zu Umweltbelastung in der Nähe führen, da führt kein Weg dran vorbei. Die Schiffe, die hier entlang fahren, werden für Verschmutzungen sorgen. Damit hat er vollkommen recht. Als ich die Entscheidung getroffen habe, zusammen mit Herrn Musa an diesem Projekt zu arbeiten, dachte ich, dass die Vorzüge des Vorhabens seine Nachteile überwiegen. Dieser Meinung bin ich auch heute noch. Der Hafen wird unseren Bürgern echte Vorteile bringen. Mehr Waren, mehr Einkommen, eine bessere Lebensqualität. Deshalb denke ich immer noch, dass wir das Projekt zu Ende bringen sollten. Ich stimme zu. Ich stehe da voll hinter dir. Aber was ist mit der Umwelt? Eine gute Frage. Was die Umwelt angeht, plane ich, ein Naturschutzgebiet auf der Sternenlichtinsel und den umliegenden Gewässern zu errichten, nachdem der Hafen fertiggestellt ist. Wir sollten nach einer Balance zwischen dem Schützen und dem Nutzen der Welt streben. Pfarrer Lee wird uns sagen, dass uns eine Katastrophe droht, wenn wir das nicht tun. Sieht das irgendjemand anders? Ein Gleichgewicht ist wichtig. Das war eine überzeugende Rede. Ich schätze, dass wir dann wohl durch sind. Das war eine sehr lange Versammlung. Ach, sei still. Alles klar, dann machen wir wie geplant weiter. Bitte kommt und sprecht mit mir, falls ihr Fragen über das Sternenlichtinsel-Schutzgebiet habt. Das wäre für die heutige Versammlung alles. Eine gute Nacht zusammen. Gut. Hi, Emily. So, verbring noch mal etwas Zeit mit meinen Freunden. Die sind echt nett. Kriegst auch noch ein April. Ne, du kriegst ein Ei. Wo ist es denn? Oh, habe ich das weggetan? Na gut. Bin sehr großzügig. Ja, finde ich auch. So. Oh, da glitzert was. Das heißt, wir können ernten. Sehr gut, da hinten auch. So, Chilischotensamen haben wir gekriegt. Das heißt dann, wir können nochmal pflanzen, wenn ich ihn finde. Da. Die 8. Ja, düngen sollten wir auch gleich noch. Und daneben die Baumwolle auch. Papaya. So. Nochmal können wir nicht. Okay. So. Ja, damit sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Wow. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.